Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und heute gucken wir uns YouTube-Kacke im Wagen. Vor mir fährt ein Pferd an. Noch dazu muss ich sagen, heute ist Angriff der Pixel. Wir können leider nur auf 480p stellen, aber ich denke mal, das kriegen wir irgendwie hin. Und ja, wir gucken mal rein. Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen. Sie hat einen schönen Arsch. Boah, stellt euch mal vor, ihr als Frau seid gerade unterwegs und hinter euch ist einer, der so singt: In Wagen vor mir ist ein junges Mädchen. Und ihr so ganz, was will denn von mir? Und ihr so abbiegt und er euch die ganze Zeit so verfolgt. Wäre schon ein bisschen creepy, oder? Das, oder wenn ihr unterwegs seid zu einer Diskothek und hinter euch ist so einer, der so singt: Vor mir läuft ein junges Mädchen. Ich werde sie in der Diskothek anfragen. Das wär so creepy. Aber es wäre allgemein voll cool, ne? Egal was ihr macht, es wird immer gesungen von irgendjemandem, ne? Wenn ihr zum Beispiel jetzt gerade kocht oder sowas, kommt einfach irgendjemand zu euch in die Wohnung und fängt so an zu singen. Das wäre halt so geil. Ihr fangt an zu kochen und da kommt einfach random jemand in eure Wohnung, obwohl eure Wohnungstür zu ist, und da fängt er an zu singen: Heute wird gekocht. Ich weiß noch nicht so ganz was, aber ist egal. Ne, okay, ich kann nicht singen. Ich hoffe damit. Und zwei weiche Darmschnacken. Ich weiß nicht ihren Namen und ich kenne nicht ihr Ziel. Ich merke nur, dass ich eine Erektion habe. Richtig wohl. Im Wagen vor mir fährt eine Schlampe, ist sie nicht süß. Ich möchte gern wissen, ist ihre Muschi beart oder ist sie rasiert? Was ich bin jetzt 90. Ich stell mir das halt einfach mal so geil vor. Stell euch mal vor, ihr seid so nachts im Wald, ne? Also fahrt auf so einer Landstraße, ne? Links und rechts von euch ist so Wald. Und im Hintergrund vom Auto, da, im Wagen vor mir sitzt ein junges Mädchen. Sie hat keine Zeugen in der Nähe. Ihr wisst gar nicht, wie schnell ich dann fahren würde. Stellt euch mal vor, oder ihr seid an der Kreuzung und er steht auf einmal so neben euch. Ne, ihr habt so rot. Ich werde sie heute entführen. Und als Frau antwortet man dann auch so musikalisch: Ja, ich fahre aber jetzt zur Polizei, denn sie jagen mich schon seit Hawaii. Jetzt wird's mir diese Sache langsam mulmig. Will der mich picken oder will er mich entführen? Beides, verdammt, beides. Ich träum so in Gedanken, dass ich sie emigriere wie ein wilder Stier. Ohne Scheiß, darauf fährt sie doch ab. Sie hat den Blinker an. Ich fahr die allernächste Abfahrt raus.
Ach so, der Entführer fährt einfach weiter. Ja, weil sie ja tot ist, ne? Im Wagen vor mir fährt der Ziegel. Im Wagen vor mir fährt der Vogel. Allein und Akbar. Im Wagen vor mir fährt Angela Merkel. Sie scheint hübsch zu sein, nicht im Wagen vor nicht. Mir fährt in Karlausen. So weiches Haar im Wagen vor mir fährt Semi-Semani. Ich muss mich gleich übergeben. Im Wagen vor mir fährt Dorian. Deine Mann, wie geht's? Denn ich hab keine Kondome mehr. Die Musik ist gut. Dorian, der Übermensch. Vor mir fährt ein Pferd. Ah, das war richtig geil. ich kann euch nur sagen, wenn ihr mal verfolgt werdet und der Typ die ganze Zeit singt einfach als Antwort die ganze Zeit und sagt, also wenn er singt, ja, ich werde euch die ganze Zeit jetzt verfolgen, singt einfach, ja, ich werde zur Polizei fahren. Das wäre halt so geil, wenn ihr so bei der Polizei seid, der Entführer mitkommt. Und der Entführer dann singt, ich entführe dich jetzt von der Polizeiwache. Und die Polizei dann so mitmacht. Nein, sie bleiben jetzt hier. Wir verhaften sie wegen Stier. Und im Hintergrund so alle Polizisten. Das ist halt so geil. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns definitiv, dativ, akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, haut rein und tschüss.